Zwei sehr große Nebenmissionen sind endlich geschafft, Leute. Willkommen wieder zurück. Tja, Alois möchte mit uns reden, das lassen wir uns nicht entgehen. Sehen wir mal, wie Support-heavy das Ganze heute wird überhaupt. Es sollte ja nicht mehr so viel erstmal sein, aber wie auch immer. Ich denke, wir können in die nächste Story-Mission einsteigen. Vielleicht sogar ein bisschen spielen, aber es kommt drauf an. Das ganze Erkunden vom Kloster, das mache ich natürlich offscreen. Da gibt es jetzt auch erstmal nichts mehr großartig zu tun, bis auf ein bisschen Optimierung hier und da. Und dann passt die ganze Sache. Insofern legen wir erstmal damit hier los. Ah, there you are. Hello. Nanu, der Alois, diesmal sieht er ein bisschen traurig aus. Was ist denn los hier? No, yes. Apologies. I'm struggling with some unpleasant thoughts. Since the war began, I've ended so many lives. You and your students got your hands dirty as well. Nobody forced you all to join the fight, of course. You did so of your own volition. Still, there must be something very wrong with the world for it to make children into killers. Da hat er definitiv recht, leider. Leider. Wir sind keine Kinder mehr, ich weiß, was er meint, ja. So ist das. That's true enough. We've all gotten older. Ah, listen to me. I'm sorry for being so glum. Das allererste, ihr seid hübscher, wenn ihr lächelt. Oh Mann, ey. Die Traurigkeit verleiht euren Zügen Anmut. Das sind zwei sehr seltsame Antworten. Das erste, I guess. Well said. Wir haben ihn wenigstens aufgemuntert, das ist gut. I don't think any expression will improve my looks. I'm a brute, no matter what face I pull. Ah, you really are just like Geralt. When I was down in the dumps, he'd cheer me up with a playful quip. He gave me his library of jokes, but when I tell one of them, nobody laughs at the punchline. They laugh at me. You, on the other hand, well, you inherited the old man's comic talents. I'm feeling pretty perky now, all thanks to you. I can't stop this war by feeling gloomy about it. Onward! To a brighter future. Oh wow, den haben wir richtig aufgemuntert. Das gefällt mir, jawohl. Du kriegst meinen Like, Alois. Alles klar. Aber ich finde das witzig, dass Geralt auch so ein Witzereißer war. Ich meine, was man von Geralt sonst so am Rande mitbekommt, klingt eigentlich alles immer sehr sympathisch. Und irgendwie ziemlich amüsant. Ist immer so ein bisschen ärgerlich, dass man doch so wenig letztendlich dann weiß über Geralt. Also halt nur so, beziehungsweise wenig erlebt. Wissen tut man ja schon einiges, aber es ist so schade. Ja, ich weiß auch nicht. Hätte ich euch Geralt vielleicht sogar für CF gewünscht? Ich frage mich, für CS, Entschuldigung. Ich durcheinander komme, so für Cinder Shadows, für den DLC. Geralt? Wäre er dafür interessant gewesen, frage ich mich so. Also, dass man ihn mit eingebunden hätte nochmal. Ich glaube, das ist so ein bisschen... Das hätte ich mir, glaube ich, doch gewünscht. Doch, muss ich schon sagen. Das wäre, glaube ich, sehr passend gewesen. Aber, nun gut. Ja, Geralt ist an sich als Charakter schon irgendwo spannend, finde ich. Ich mag das Design eigentlich ganz gerne und wie gesagt, die Hintergrundgeschichten, was man so alles mitbekommt am Rande, machen ihn halt schon irgendwo sympathisch. Irgendwie echt schade, das Ganze. Aber gut. To tell you the truth, that was another line I picked up from Geralt. He taught me everything about life. He was more important to me than anyone in the world. Apart from you, perhaps. Weil ich Geralts Kind bin, ich werde gleich ganz rot. Irgendwie ein witziger Support. Sure, there's that, but not only that. When I look at you or see you fighting in battle, it's like I'm seeing a sibling. But at the same time, it's like seeing something sacred and powerful. Something I must defend. You're so important to the future of Fodlan. And to me. I promise to continue protecting you with the strength of a knight and the love of a big brother. Ich mache einfach, ich zähle auf euch, aber ich finde das echt witzig. Good.
In the name of Geralt, I swear to keep you safe. You're welcome to return the favor, should you feel so inclined. Aber ja, Alois ist wirklich ein cooler Charakter an sich. Sehr schön, Motivation wieder hoch. Zu schade, dass jetzt erkunde und das im Prinzip irrelevant dadurch ist. Aber gut, so ist es manchmal. Alles klar. Gut, wenn nur noch Felix jetzt Geburtstag hat, ich denke mal, vermutlich ist wieder einen Tag vor dem Event dann irgendwas später. Das ist meine Vermutung. Dann sehen wir uns wahrscheinlich jetzt da wieder, weil ich werde jetzt keine Quests mehr machen oder so. Ich weiß, er hat noch die Bernie-Quest offen. Ich werde jetzt einmal erkunden und gut ist. Und dann sehen wir uns da wieder. Also ja, wir werden definitiv in die Mission reinstarten, keine Frage. Außer es sind jetzt wirklich extrem viele Supports, aber das glaube ich nicht. Sehen wir mal. Aber ja, Alois als Einheit auch übrigens verdammt unterschätzt. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Aber viele Leute mögen Alois anscheinend nicht ganz gerne spielen oder so. Oder sehen nicht das Potenzial, das er hat. Ich meine, man sieht es im 0% Run, finde ich ganz gewaltig, wie gut dieser Typ eigentlich ist. Er startet mit exzellenten Rängen, tollen Bases. Er hat ein paar sehr gute Nischen, die er noch abdeckt. Gerade mit seinem Glück plus Stärke sammeln. Weil er Glück sammeln sich gleichzeitig auch im Crit widerspiegelt in Three Houses. Da ist ja das Glück nicht nur für dein kritisches Ausweichen zuständig, sondern die Hälfte davon fließt auch in deinen Crit mit rein. Und das ist schon ganz cool. Das ist also ein 4% Crit-Boost in dem Fall. Ne? Das ist nicht zu unterschätzen. Für Dimitri ist das überlebenswichtig sogar, also wenn man die Strategie konsistenter machen möchte. Und es ist sehr wichtig, dass man die besonders konsistent bekommt. Aber gut. Ja, wir sehen uns gleich wieder, Leute. So, und wieder zurück. Das Monatsende ist erreicht, das heißt, die Schlacht steht kurz bevor. Ganz ausgezeichnet. Es gibt jetzt erstmal Stat-Booster mal wieder. Erstmal eine Felsenklette, die ich jetzt wieder beim Erkunden mitgenommen habe. Heißt nochmal ein Stärkepunkt mehr für Dimitri. Und natürlich den Geist wollen wir auch noch einsetzen jetzt endlich für Liz. Das wird ihr auch ziemlich helfen. Alles klar, dann sind die schon mal ready soweit. Bin ich schon mal sehr froh. Dann haben wir allerdings hier noch ein bisschen was, womit wir experimentieren können. Beziehungsweise nicht unbedingt so viel. Aber für Leonie die Ritterklasse wäre sehr wichtig. Das heißt, das probieren wir natürlich. 67, es ist halt einfach so, dass ich sie als Guard-Adjutant für Alois da nutzen kann. Und sie hat es geschafft. Ausgezeichnet. Dabei ist sie jetzt auch Guard-Adjutant plus Offensiv-Support für ihn. Und das ist in der Tat sehr nützlich. Gut, Leute. Ja, bei Lindert könnte man später zum Beispiel probieren, aber da brauche ich auch kein Risiko einzugehen, weil ich aktuell nicht unbedingt ihn speziell als weiteren Warp-Nutzer brauche. Das wird früher oder später noch passieren und dann können wir es einfach zusätzlich nutzen. Aber aktuell nicht unbedingt der große Bedarf da. Bei Annette hingegen, bei der Grammarie, sieht es dann schon eher mal interessant aus. Da sind allerdings nur 45%. Ich kann es probieren, ich kann es drauf anlegen. Wäre ein großer Mehrwert. Ich würde sagen, probieren wir es einfach mal. Erkunden habe ich übrigens wieder alles für T-Stunden, ich glaube, falls so. Oh wow, sie hat es echt geschafft. Das ist krass. Das ist fantastisch. Nochmal besser. Ja, das kann sich sehen lassen. Das kann sich in der Tat sehen lassen, ja. Kannst du eigentlich gerne mal reinwechseln, so. Vor allem das etwas höhere Movement kommt mir natürlich sehr entgegen. Alright, dann ist jetzt erstmal ein bisschen Support dran. Dimitri können wir ja wieder nicht machen. Wir haben Leonie und Felix sogar. Interessant. Aber wir haben erstmal den Annette und Felix A-Support. Mal sehen. Oh, how I just love to clean. Clean the library room. Just takes a flash of light and then it all goes boom. A flash and then a big boom. If you blow up the library, where will we put the books? A flash and then a big bang! What are you doing here, Felix? I heard singing. You were watching me again, weren't you? Well, your skill is impressive, I'll admit. Oh, today of all days! I knew I should have chosen a different song. A different song? Like what? Any of them! The box song, or maybe the dungeon song? Now those sound interesting. No, they're just regular songs. Forget it. While you're here, can you help me clean up? I need the books on that shelf up there, but I can't reach them. Oh, sure, no problem.
What? You're not going to sing anymore? No way! It's too embarrassing. And that song isn't even finished anyway. Ah, that's too bad. I wanted to hear what happened after the library was blown away. Hey, don't look at me like that. Okay, fine. If you insist, I'll sing just a bit more. Oh, how I just love to clean the library room. Just takes a flash of light and then it all goes boom. Was ist das überhaupt für ein Song? A flash and then a big boom, suddenly the deed is done. My, what a great job I did. Who says cleaning isn't fun? Huh, that doesn't really explain what happened with the library. Maybe they'll build a new one? Oh, this is so embarrassing. Oh Mann. Ist schon witzig mit ihrem Gesang, was? Sticht nochmal aus der Masse so ein bisschen raus damit. Diese Eigenart. Warum zum Geier sollte allerdings alles mit einem großen Blitz zu Ende sein? Seltsamer Inhalt. Ich meine, okay, wenn du eine Bücherei abfackeln willst, ich meine, Küchen kann sie auch abfackeln, von daher. I guess taking them all up in one go is a bad idea. Annette? Are you okay with all those boxes? Linhard! Hi, I'm so glad you're here. I don't know if I'll be able to handle all these. I thought I may as well get it over with, so I decided to carry them all at once. Big mistake. Smart thinking. Do it all at once. That's what they say, right? Work smart, not hard. I think you've got it from here, so I'm off to take a nap. Good luck. But maybe you could help. Nope. Gone. It's fine. It is fine. Just a little further to my quarters. I've got this. I'll just... Ah! They didn't fall. That was almost pretty bad. Linhart, I thought you had an important nap to get to. I'd call it insomnia, but I suppose it was really just a guilty conscience. I came to see if you needed help. And, sure enough, here you are, about to tip all the boxes on the floor. Thanks. Though it may have been best if you had just chipped in from the start. Huh? But it was your job. Why would I step in? You clearly had things handled. Then why help me at all? If the boxes had fallen just now, everyone would have had to help tidy them up anyway. If anything broke, more boxes would need to be carried. And if all of that came to pass, then there'd be noise and more noise and no chance of my taking a nap. Huh. But if you had helped me from the start, there would have been no danger of anything being dropped at all. Correct. But there was no danger yet, and so there was no need for my help. So I left you to it. Try carrying one box at a time instead of straining to do it all at once. Work smart, not hard, as they say. All right, well, I think you've got it from here, so I'm off. Good luck. After all that, he's not gonna help me. Alright, das war die absurdeste Art und Weise, über so ein simples Problem zu sprechen. Man kann es auch sehr kompliziert machen. Ich meine, so eine Analyse zu so einer Situation, wirklich. Okay, alles klar. Ich wusste gar nicht, dass man darüber so philosophieren kann. Grundgütiger. Leonie und Felix ist auch neu. Sind aber was da. If you don't have any business here, go away. You're bothering me. Finally spotted me, did you? What do you want? They say you're the best. I wanted to see your training with my own eyes. Spying on people. Is that a hobby of yours? I hope you got your fill. Enough to see how to beat you, at least. You think you can beat me? That's right. See, I was trained by... Geralt, yes. So you know. I heard he was your teacher. Perhaps we should test you, see how much of your training sank in. I'm ready if you are. Okay, I'll give you a chance. Sounds good. When?
I'll let you know. In the meantime, practice. I won't go easy on you. Oh, don't worry. I'll be ready. This will be fun. Oh, das gefällt dir. Das ist witzig. Das ist jetzt so ein klassisches Rivalending. Da scheint Felix aber sehr viel Spaß dran zu haben. Finde ich lustig. Einfach nur Rivalen geworden. Na, großartig. Was haben wir hier? Ach ja, Leonie, genau. Ein A-Support zu Alois. Sehr gut, weil das ist ja ein Offensiv-Support. Da haben wir wirklich das volle Potenzial. I'm going to be a great mercenary, just like Captain Gerald. Ja, wir wissen's, okay? Ha! You skipped right to the conclusion. That's exactly what Gerald would do. I know. I picked that up from him, too. Wisst ihr, wenn man Leonie irgendwie in Chocho's Bizarre Adventure einbauen würde, dann hätte sie einen Stand und würde ständig Gerald, 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 Gerald schreien. Wenn dann so ein Faustwirbel kommt oder was weiß ich, das würde passieren, Leute. Genau das. That might not be the finest trait of his to emulate. In the end, it comes down to combat skill. Regardless, I'm happy to hear you say all this. Why's that? I've strived to become a knight at the level of Captain Gerald. But I'm an old man. I've come to accept that I will never be his match. No, don't say that. You can't give up. No, no, it's quite all right. I know myself and what I'm capable of. But you're still young. Youth is a weapon of the utmost power. Infinite possibility. We are both inspired by Captain Gerald. So I hereby bequeath to you my lofty ambitions. That's... Wow. I'm sorry, I don't know what to say. No need to cry, Leonie. I'm relieved. My dream is in good hands with you. Captain Gerald is looking down proudly on you, I'm sure. Will you carry on his legacy? Of course I will. Definitely. Leonie, do you remember the story I told you once about what happened at the inn? The hatchet throwing? Sure, I remember. Why? Gerald ran up quite a tab with all his drinking, and he left without paying. Now his debt is due. And, as you have declared that you'll carry on his legacy... You see where I'm going with this. Wait, what? That's got nothing to do with me. Nothing to do with me either. I don't drink. Even so, all this time, I've been paying it back little by little. And it's not just that one place. He owes money in towns all over Fodlan. I haven't been able to step into a tavern anywhere without being badgered for payment. Ugh, so exhausting. But now, I can say that the debts are for you to cover. You're still young, so I'm sure you'll manage in time. Thank you, Leonie! Hold on, that's a joke, right? Hey, get back here! Take your lofty ambitions back! I don't want your stupid debts! Es endet wenigstens auf einer sehr lustigen Note. Das muss man ihnen lassen. Ich fand ihn sehr nett, diesen A-Support. Freut mich sehr, so viele Alois-Supports halt wirklich jetzt mitnehmen zu können. Weil wir da früher so viel verpasst haben eben. Und es sind sehr schöne Supports, muss ich sagen. Irgendwie haben die was, ich weiß auch nicht. Machen Alois sehr sympathisch. Und Alois wäre in der Tat so ein Charakter, aber erst wenn ich alle Supports habe, wahrscheinlich eher, dem ich gerne vielleicht nochmal ein separates Video wirklich widmen würde. Aber aktuell sind meine Skriptpläne so ein bisschen durchwachsen. Im April haben wir ja das 30-jährige Jubiläum, wie ich schon mal gesagt habe. Da wird sicherlich was kommen, das ist klar. Auch wenn ich nochmal wegen Timeline gefragt wurde und so, keine Sorge, ich vergesse sowas nicht. Garantiert nicht. Die Sache ist, es ist mega aufwendig. Und das ist was, das musst du sehr lange durchplanen. Und es ist halt immer was anderes, ne? Und ich bin halt jetzt auch zum Beispiel von der Corona-Krise oder so nicht wirklich betroffen. Als jemand, der programmiert, ja, kann ich problemlos von zu Hause arbeiten, was ich sowieso normalerweise mache. Und so. Also ich habe jetzt nicht unbedingt irgendwie mehr Zeit oder so aktuell übrig, was wahrscheinlich für viele tatsächlich zutrifft, aber nope, nicht bei mir. Das heißt, das ist ein bisschen problematisch. Also ich bin genauso wie sonst auch eingespannt eigentlich. Da ist nichts wirklich anders, ne?
Und von daher, ja, muss ich immer aufpassen mit YouTube. Also Vorsicht, ne? Bitte immer bedenken, dass ich das nicht beruflich mache, sonst würde, glaube ich, mein Plan nochmal ganz anders aussehen. Aber muss man immer vorsichtig sein. Nur weil ich immer sehe, die Nachfragen nach manchen Projekten und so sind natürlich sehr groß. Ich kann es auch verstehen, aber immer ein bisschen Gefühl will ich dann schon vermitteln für euch, ne? Habt immer ein bisschen Rücksicht bitte auch. Das wäre wirklich anders, wenn ich jetzt sagen würde, hey, ich mache YouTube einfach so beruflich, aber das mache ich halt nicht. Und von daher ist es immer was anderes im Vergleich zu manch anderen Content-Creator oder so. Dann gibt's, ich meine, Mengs zum Beispiel, der sogar extra Skriptschreiber und so weiter. Und ein extra Designer und so. Bei mir ist ja alles komplette Eigenleistung noch dazu, also ja. Wobei, wenn ihr Leute kennt, die sich gerne mal beteiligen würden oder so, ne, an solchen Scripted Fire Emblem Videos oder so, dann nur zu. Das Problem ist immer Verlässlichkeit dabei. Ich habe manchmal Leute, ach ja, würde ich gerne machen. Dann schreibst du nach und dann zieht sich das ewig nach hinten und was weiß ich. Und dann kommt doch keiner dazu. Und das ist dann unschön. Ja, das müsste man mal separat runterbringen. Wobei, der Kanal wird dieses Jahr auch nochmal so ein kleines Jubiläum wahrscheinlich feiern. Also ist das eventuell was, wo man dann wirklich mal so ein bisschen, ja, fast podcastmäßig auch mal drüber sprechen könnte oder generell Kanalentwicklung, Rückblick etc. Das habe ich auch alles mal vor, aber alles zu gegebener Zeit, das Jahr ist noch lang, also keine Sorge, Leute. Machen wir weiter, Shamir und Catherine, A-Support. Hey. We don't need to have this conversation. You don't know what I was going to say. Something about our vastly different approaches to life? Fine then. We don't need to talk about it. Actually, really, I... Sorry, you go first. I was gonna say I'd hear you out. Okay. Let's talk about it. I will be faithful to Lady Rhea until I die. If I had to choose between you and her, I would choose her every time. I assume that disqualifies me from being your partner. Between you and Rhea, I'd choose you. But between you and me, I'd choose me. That probably disqualifies me from being your partner, too. Well, no. I'm quite fond of being alive. I don't intend to sacrifice my life either. If it came down to you or me, I'd choose... Huh. What's wrong? Nothing. You're not like the rest of the knights. Maybe someday you'll have to take a path that diverges from ours. What if we went to war with your country? It is a possibility. Maybe I shouldn't be thinking like that. The future is one of the great mysteries of life. We can worry about it when the time comes. But until our paths diverge, you're my partner. And I couldn't ask for a better one. You got that right. I'm the best there is. sehr interessantes Gespräch an sich. Wir merken halt immer noch, dass Catherine halt klar sich Daria unterordnet eher. Aber ich mag Shamir an sich von ihrer Denkweise und so schon lieber. Das bei Catherine ist aber so ein Design-Ding, weil ich finde, bei Catherine ist unglaublich gut getroffen, wie man ein wahnsinnig gutes Ritterin-Design halt hinbekommt. Das einerseits realistisch ist, aber andererseits ja auch echt gut aussieht. Und das finde ich ziemlich cool. Ich finde, das ist sehr gut in Einklang gebracht worden, bei diesem Design speziell. Aber es ist echt witzig, je mehr man dann doch sich mit unseren Supports befasst und so weiter, und seit ich dann halt leider auch, oder eigentlich glücklicherweise, die Route der Roten Blume kenne, ja, hat natürlich das Ganze auch nochmal stark gelitten, weil man dann wirklich merkt, wie ernst die Tochter untergeben muss. Und dann, ja, wenn Leute dann solche dumme Entscheidungen auch noch treffen, dann sind sie halt irgendwo doch nochmal unten durch. Ist halt schwierig, nachdem man sowas gesehen hat, was echt witzig ist. Das ist echt krass, wenn du so einen Charakter erst als S-Support tatsächlich ausgewählt hast und dann erst sowas siehst und so. Das ist echt verrückt. Und jetzt immer mehr eigentlich wird einem das so richtig bewusst, dass ich
überhaupt nicht mehr so sehr konform gehen kann eigentlich mit Catherine an sich. Es war halt ein cooler Charakter am Anfang so. Und designtechnisch ist immer noch sehr cool. Und als Einheit ist immer noch super gut. Aber ich kann mich nicht mehr wirklich großartig mit dem Charakter irgendwo, ja. Ist mir halt nicht mehr sympathisch so wirklich, ne? Witzig, dass mir Shamir inzwischen um einiges sympathischer zum Beispiel ist. Schräg. Aber es ist sehr amüsant, wie sich deine Meinungen dynamisch im Spielverlauf ändern können. Three Houses kriegt das ja so gut hin, dass diese Charaktere so vielseitig sind, dass sich deine Meinung völlig verändern kann im Laufe des Spiels. Das finde ich sehr faszinierend. Du hast halt wirklich selten solche vielschichtigen Charaktere. Also gerade, dass du wirklich so unterschiedliche Perspektiven dann vermittelt bekommst und das macht das Spiel halt wirklich aus. Das muss man ganz klar sagen. Und jetzt kommt natürlich auch irgendwo Dimitris Entwicklung sicherlich noch ins Spiel. Da freue ich mich auch schon drauf. Aber ja, hier habt ihr mir geraten, in der Mission übrigens eine Community anzusprechen. Ich sag's jetzt nur nochmal vorab, dass ich es nicht vergessen habe, dass es nicht nochmal erwähnt wird, weil, ja, ich denke dran. Keine Sorge. Die Gruppe reist nach Aelir, dem Tal der Schmerzen, um sich dort mit Verbündeten zu treffen und Verstärkung zu halten. Es sollte ein harmloser Marsch werden. Aber natürlich ist er mal wieder nicht ganz so harmlos. Ist ja klar, ne? Aber naja, ich bin mal gespannt. Und letztendlich auch hier gilt wieder... Nur Bataillone sind Having received the Kingdom Army's plea for aid, Rodrigue has agreed to provide soldiers. In order to meet up with their reinforcements, the Kingdom Army sets out for Aelil, the Valley of Torment. Aber ja, Leute, Bataillon ist echt interessant, weißt du, wirklich das in der Dimitri-Strategie, das, was dich rausbringen kann. Aber die T-Stunden haben dadurch einen ganz außergewöhnlichen Nutzen nochmal. Und ich kann euch auch wirklich empfehlen, nutzt ruhig die T-Stunden mehr aus mit den Stat-Boosts, die sind echt cool. Der Charme-Boost, der ist einfach super. This valley isn't a place I'd care to return to. After the chilliness of Fargus, I can't seem to adjust to this extreme heat. Historically, there have been battles whose outcomes were determined in part by the climate. You can't argue that this heat isn't a factor. In conditions like these, who knows what will become of our morale. Professor, be honest. How are you holding up? Ach, uns geht's schon gut, ha? So hätte ich's mir niemals vorgestellt. Ich stoß an meine Grenzen. Ach Gott, Leute, übertreibt nicht. Weil ich's immer witzig finde, wenn dann Ingrid zum Beispiel mal sagt, Fergus ist ja so ein kaltes Land. Und ich denk mir so, wo bleibt der Schnee? Mal wieder. Hallo? Kann ich den endlich mal haben? Monks once used this area as an ascetic training ground because of the intense environment. They say Aelil was born of the goddess's rage. If you believe the legends, this valley is evidence of the goddess's judgment, passed on humanity for its corruption. The forest that once covered the surrounding area was burnt to ash by a pillar of light that descended from the heavens. That legend fueled belief in a place of torment between our world and the next, where one's sins are purified in the cleansing flames. Nonsense. Sins are not so easily washed away. Indeed, and there are no accounts of such a place in Scripture. Yet those who cannot face their own sins have no choice but to cling to the idea. Das stimmt wieder nachdenklich, Dimitri. I just don't think I can take this heat anymore. I think I'm starting to see things. Near those mountains over there. Is it just me? Or is there a group of people gathered there? No. It would seem you are not hallucinating after all. Are those Rodrigue soldiers? No. But their banner is that of... No. It can't be. That is House Rose Banner. They curried favor with that witch and sold out Fargus. We messed up. There must have been a spy among us. Will you have us meet them in battle or wait for Rodrigue to arrive? There is only one option. How kind of them to save us the trouble of killing them later. Eiskalter Dimitri wieder. Sind das nicht deine ehemaligen Verbündeten? Sie haben das Königreich verraten, nicht? Allerdings, es stimmt tatsächlich, es sind Verräter. No Mercy in dem Fall, tatsächlich. Und das stimmt halt wirklich. I will not repeat myself. That banner belongs to the Grey Lion,
It's a waste of breath to exchange words with one such as him. His Highness is correct. He is not an opponent whom we can expect to negotiate with. Everyone, prepare for the attack! Ja, also mit Verrätern gibt's keine Gnade. Nur ich hoffe, dass Dimitri nicht wieder zur Folter greift, da wär's dann wieder too much. Please, Dimitri, reiß dich zusammen. Das war das letzte Mal unfassbar uncool und hat dir echt viele Punkte gekostet, mein Freund. Und nach wie vor, ja, ich sehe das Potenzial von Dimitri. Da steckt irgendwo schon ein guter Mensch drin. Aber halt auch ein Mensch, der ziemlich viel Mist gebaut hat inzwischen schon. Leider. Das ist so bedauerlich. Ah, das Erste, was ich sehe, wir haben am Anfang nicht mit Bataillonen zu kämpfen, allerdings später. Trotzdem, das bedeutet, Dimitri kann hier schon mal wahrscheinlich komplett aufräumen. Giftäxte! Lol. Wie schlecht seid ihr denn? Okay, eine Silberaxt wenigstens, ja, aber ey, kommt da mit der ollen Giftaxt, ey. Was ist denn los mit dir? Willst du ein Meme sein oder was? Das geht natürlich auch, ne? Ist ein netter Lebenstraum, so. Mixtur. Ah, und Gruppenlanzenangriff, okay. Den achte ich immer so ein bisschen mehr drauf. Da kann ich sein, dass die einfach undurchdringlich haben. Manchmal haben die das standardmäßig und das bringt denen nichts, weil KI benutzt einfach keine Support-Bataillone. Wobei, stellt euch mal vor, die KI würde Gebrauch von den Strategien machen, die du durch solche Bataillone bekommst. Das wäre teilweise dann wiederum sehr absurd. Oha, da hält jemand ja ganz schön viel aus. Ach ja, da hat er ein Schild des Lampus und ist verdammt langsam. Das heißt, wir würden hier sogar an einen rankommen. Er hat ja Gewicht 0 und Schutz 3, aber ja. Wir sind auf 0% eh alle extrem langsam und das passiert quasi so gut wie nie, dass wir nicht gedoppelt werden. Also ist er relativ egal. Weil durch die Doppelung sterben eh, dass die Effektivität nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und ist halt tatsächlich recht irrelevant. Schutz 3, ja. Gibt es halt bessere Schilde. Bei The Dude zum Beispiel ist es eh völlig egal, wie schnell der ist. Bei Gilbert das gleiche. Und ich meine, Gilbert ist im Prinzip wahrscheinlich auch ein bisschen underrated. Weil ich habe schon gesehen, dass er theoretisch relativ schnell Rittmeister werden kann. Ich arbeite es noch ein bisschen an seinem Rang. Aber tendenziell können wir ihn wahrscheinlich nächsten Monat da auch reinwechseln lassen. Rittmeister, was rede ich denn? Rittmeister, ja. Wenn der mal Rittmeister ist, gibt's den halt eine Kriegerlanze und Speed ist egal, ne? So ist das. Und ich meine, wozu kriegt man den ganzen Tigelstahl und so auch mal? Wenn man sich das mal so anguckt. Ich glaube, die Mission dürfte einigermaßen schnell zu spielen sein. Nachdem allerdings schon jemand gesagt hat, ich soll mit einer Green Unit sprechen. Und ich denke mal, die wird ähnlich aufgebaut sein wie diese komische Mission mit Judith, wo die Green Units auch extrem dämlich waren. Dann könnte das wiederum sehr lustig werden, aber mal sehen. Was hattest du jetzt nochmal für ein Bataillon? Okay, das verbundene Reiter dabei. Noch einen echt ordentlichen Charmewert dazu. Na gut, okay. Alles klar. Weiß ich Bescheid, ne? Das ist in Ordnung. Ja, Kavallerie ist hier natürlich auch noch eingeschränkt. Das kommt natürlich auch dazu. Aber wird wahrscheinlich nicht so problematisch. Ich habe meine Warperin dabei und was weiß ich. Und papalapap, ne? Das wird funktionieren. Da bin ich zuversichtlich. Und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal ganz einfach, ne? Genau. Bis bald, Leute.